Hilti Mende und Fitness-Oskar geben Baby-Update. Ihn an den Kabeln zu sehen, hat mir mehr als das Herz gebrochen. Turbulenter Start ins Leben. Er hatte kleine Probleme mit dem Blutzucker, aber er hat das so toll gemacht, meldet sich Hilti Mende nach der Geburt in ihrer Story bei Instagram. Ihn an den Kabeln zu sehen hat mir mehr als das Herz gebrochen, schildert die 29-Jährige die aufreibenden Stunden. Im Dezember 2022 mussten die beiden einen schweren Schicksalsschlag verkraften, Sohn Rio starb mit gerade einmal 5 Monaten, nachdem bei ihm das IPEX-Syndrom diagnostiziert worden war. Dank Kinderwunschbehandlung wurde Hilti Mende schließlich im vergangenen Jahr erneut schwanger, via Kaiserschnitt kam ihr Sohn nun ein paar Tage früher als geplant zur Welt. Zum Glück scheint ihr Neugeborenes nicht mehr weiter überwacht werden zu müssen. Heute war übrigens die erste Nacht in unserem Leben mit unserem Baby ohne Kabel und Monitor, gibt Hilti Mende ein weiteres Update. Auch das Stillen sei super angelaufen. Diese Schmerzen waren echt eine andere Liga. Die 29-Jährige teilt nicht nur süße Kuschelaufnahmen mit ihren Followern, sondern zeigt auch, wie ihr Bauch 48 Stunden nach der Geburt aussieht. Der Kaiserschnitt sei nicht ohne gewesen, diese Schmerzen waren echt eine andere Liga. Für unseren kleinen süßen Jungen würde ich es immer wieder auf mich nehmen. Vorzeitige Wehen, schwangere Hilti Mende musste immer wieder ins Krankenhaus. Und der Papa? Der kommt aus dem Schwärmen gar nicht mehr raus. Es ist einfach unfassbar. Man könnte ihn die ganze Zeit angucken, so Oskar Ogurkiewicz alias Fitness-Oskar bei Instagram. Bevor es für die kleine Familie nach Hause geht, groben sich die drei in aller Ruhe im Familienzimmer ein. ABL